Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei WOMO-Tipp Rudis Reise. Heute zeige ich euch einmal den Mask Tower in Scareback und vorher hole ich mir noch einen ganz besonderen Burger. Dann zeige ich euch erst einmal, wo Scareback denn liegt, und zwar bei Röhm an der Nordseeküste. Und da der obere Punkt ist, da wo ich mir erstmal einen Burger geholt habe. Und unten hier, da wo der Punkt ist, da liegt der Mask Tower. Und jetzt hole ich mir erstmal einen tollen Burger. Aus. Hier ist also ein großer Parkplatz hier. Und ja, aber irgendwie ist hier nichts los im Moment gerade. Die haben von 11 bis 20 Uhr oft geöffnet. Ja, die Lampen sind an. Also werde ich da wohl auch bestimmt was kriegen. Barrierefrei ist es ja auch. Also reingehen, gucken. Mal sehen, was der Feines gibt. Ja, so wie es aussieht, bin ich hier der einzige Gast. Wow, ich bin hier der einzige. Also ich bin mal gespannt, was es gibt. Also gestern war das schon so gewesen und heute schon wieder, dass ich der einzige Gast im Restaurant bin. Ich habe mir jetzt ein Wöff-Sandwich mit Soße bestellt. Ja, genau. Und der ist mir empfohlen worden, auch an Hanne, liebe Grüße. Also einmal an Bernd und dann Hanne, ganz liebe Grüße für die Tipps. Ich bin jetzt mal gespannt und werde wahrscheinlich pappsatt sein. Ich wollte hinterher noch auf den Turm da oben laufen. Vielleicht darf ich dann nicht mehr, weil ich jetzt zu schwer bin. Ja, dann kann ich auch gleich nochmal die Gelegenheit nutzen, mal kurz zu erzählen, dass ich jetzt meinen Aufenthalt in Dänemark ein bisschen früher abbreche, als ich es eigentlich vorgesehen habe. Denn ja, das Wetter ist doch umgeschlagen. Ich wollte eigentlich nach Billund zum Lego-Haus. Liebe Grüße an Gero. Ihr seid gerade da. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich da auch hingefahren. Wollte eigentlich dann weiter nach Esbjerg und Blaband. Aber ich wollte dann dort ein bisschen länger bleiben und mit dem Motorrad fahren. Aber bei dem Wetter jetzt kann ich das einfach nicht. Da wäre noch eine Therme gewesen, da wäre ich gerne reingegangen. Aber das habe ich jetzt einfach gestrichen und habe jetzt gesagt, ja, kann man ja immer noch mal wieder machen. Also es läuft ja nicht weg. Und wird dann jetzt so langsam wieder an der Nordseeküste runterfahren, jetzt Richtung Tonn dann gleich danach weiterfahren und ja, einfach mal weiterschauen. Ich habe jetzt in Dänemark schon sehr viel gesehen, ich habe auch einige Filme schon jetzt hochgeladen, sogar schon so viele, dass ich die schon zeitversetzt freischalte, weil es einfach zu viel ist. Jeden Tag irgendwas Schönes erlebt, also es ist wirklich ganz wunderbar, was man hier alles in Dänemark sehen kann. Aber im Moment spielt hier für mich das Wetter nicht mit und ich würde gerne mit dem Motorrad auch mal ein bisschen was erkunden und das geht definitiv nicht. Also es kam nur so ein Starkregen runter, möchte ich dann auch nicht. So, und nun bin ich gleich gespannt auf den Burger und werde darüber auch berichten. So, ich habe den Burger bekommen, der ist wirklich riesig. Und dazu eine Menge Pommes mit dabei und Soße sind auch noch mit dabei und auch Soße beim Burger selbst. Also ich bin mal gespannt. Ja, ich habe ihn gekriegt. Ja, der Burger war lecker und ich fahre jetzt einmal rein bei dem Mask Camp und habe gesehen, oh, geradeaus geht's hier nicht weiter. Das ist nicht richtig. Ich musste also einmal zurückstoppen, um dann hier vorne reinzufahren. Und da würde ich auch jedem empfehlen, bitte erstmal gleich links reinfahren und dann kann man dort auch stehen bleiben. Allerdings ist dort dann das Campen nicht erlaubt. Dafür gibt es hier einen Wohnmühlstellplatz. So, ich bin jetzt in Scareback und hier ist das Mask Camp und der Mask Tower. So, und hier ist so ein bisschen was beschrieben. Das blende ich mal ein, das ist so ein Schild, Mask Tower. Ja, 25 Meter hoch, insgesamt 36 Meter über Meeresspiegel, 7 Windungen, Durchmesser 6,2 Meter und bis 12 Meter. Ah ja, wetterfester Stahl, hoffe ich doch sehr. Ja, gut, 9500 Schmiedestunden stecken da drin. Hier ist auch ein Wohnmühlstellplatz, das wusste ich gar nicht. Das Ganze gibt es hier seit 2021. Halala. Und wenn ihr es mal gucken wollt, boah, ist hier ein Wind. Da oben ist jetzt der Turm und da gehe ich mit euch jetzt mal rauf. Und da ist bestimmt noch viel mehr Wind da oben. So, bevor man da rauf kann, da muss man aber erstmal hier an der Säule seine Münze reinstecken. Kriegt man da vorne, sieht aus wie so eine Duschmünze. Und ja, dann einmal rein damit. Es geht mit einer Hand. Geht.
So, und jetzt sollte ich freien Richtung haben. Ja, habe ich auch. Hopp, noch ein bisschen angestoßen hier. Und dann gehen wir da hoch. So, wetterfester Stahl. Ja, wäre auch nicht schlecht. Da vorne ist so eine Privattür, was immer da sein mag. Da wohnt wahrscheinlich der Turmwächter. Da gehen wir mal hoch. So, ich bin jetzt tatsächlich hier oben auf dem Turm angekommen. Irgendwie so 140, 150 Stufen habe ich gezählt. Ja, das ist ein Hotel offensichtlich hier und ein Wohnbestellplatz. Restaurant ist es auch. Ich kann also gucken hier. Schaut mal, da ist jetzt der Wohnbestellplatz. Ich zoome den hier mal ein bisschen weiter rein, dass ihr den mal so ein bisschen sehen könnt. Ich hoffe, der kommt jetzt einigermaßen drauf hier, dass ihr das sehen könnt. Also da sind Zelte, Glamping-Zelte und ausreichend Stellfläche für Wohnmobile, auch längere. Ja, der Preis der Übernachtung kostet irgendwie zwischen 120 und 140 Kronen, also so um die 20 Euro circa. Wow, und dann muss man auch für 50 Kronen, keine Ahnung, durch 7, also was ich, 6 Euro oder sowas, dann nochmal für Strom und für Wasser, also dass man dann Duschhäuschen damit nutzen kann. Also man hat von hier aus den Blick, da ist die Zufahrt nach Römm und man kann von hier aus auch Römm sehen. Ja, hier sind ein paar Erklärungen, was man von hier aus sehen kann. Die Römmkirche, ja, die Marsch, die Landschaft wird hier nochmal beschrieben und eben halt Esbjerg ist die fünftgrößte Stadt mit ungefähr 80.000 Einwohnern, mit einem bedeutenden Hafen und Industrie. So, und nun lasse ich euch mal an diesem Ausblick hier ein bisschen teilhaben. Schaut euch mal diese schöne Landschaft an. Das hier ist wirklich eine Marschlandschaft, wie man sich im Bilderbuch vorstellt. Hier ist übrigens auch ein Fernglas, das kann man kostenfrei nutzen. Das ist die ganze Zeit an. Ja, und man guckt hier also wirklich sehr weit. Und diese Landschaft hier unterscheidet sich wieder von dem, was ich heute tagsüber gesehen habe. Im Landesinneren ist teilweise sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen gebirgig, ein bisschen übertrieben, aber es ist bergig, teilweise steile Abfahrten. Da muss man auch mal einen Gang runterschalten. So, und hier oben kann man also wirklich die frische Luft pur genießen. Echt schön, muss ich sagen. Klasse Ding. Ja, nochmal einen besonderen Gruß an Bernd. Osten wird hier mit dem Ö dargestellt, Norden natürlich mit dem N, Westen mit dem V und Süden natürlich mit dem S. Also weiß man auch, wie rum man guckt hier. Ja, und eine Treppe ist dann hier nur der Aufgang. Und die andere Treppe, es gibt ja so zwei, die ineinander verschlungen sind, ist dann nur für den Abstieg, sodass man sich auf der Treppe nicht entgegenkommt. Auch das ist eine tolle Lösung, muss ich sagen, ja. Hoppla. Ja, was ich auch noch erzählen wollte, ich bin ja ein Freund von Rumkugeln, ne? Und hier gibt es auch Kanonenkugeln. Das sind Rumkugeln in XXXL. Als ich die eben genommen habe, gesagt, heiliges Kanonenrohr, das passt dann richtig gut. Die sind so groß und so schwer, da kannst du die ganze Familie eine Woche von ernähren. Hammer! Also habe ich noch nie gesehen, statt Rumkugeln, Kanonenkugeln. Und da hat der Bäcker nochmal alles reingeschmissen, was er irgendwie hatte. Also heftig, habe ich noch nie gesehen in der Größe. Zeige ich euch nochmal her. Leider habe ich jetzt nicht die normale Größe daneben bei, aber ich werde mal mein Handy daneben legen oder irgendwas anderes, dass man mal sehen kann, wie groß das ist. Hammer! Oh, ist das hier ein Wind. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen verstehen. Es ist sehr, sehr starker Wind hier oben. Ja, was ich noch sagen wollte, ich wollte jetzt eigentlich nach Tondern weiterfahren und in Tondern auf dem Stellplatz stehen. Die Übernachtung auf dem Parkplatz ist hier nicht erlaubt. Steht extra ein Schild da unten. Keine Übernachtung über Nacht. Also wenn, dann soll man hier auf den Stellplatz gehen. Das kann ich auch verstehen. Ich weiß so ein bisschen so, wieso wollen die hier kein Geld verdienen damit? Wieso kann man hier auf dem Parkplatz übernachten? Nein, weil eben halt da vorne der Wohnmobilstellplatz ist. Und dann ist es klar, dass man keinen Gast draußen stehen lässt, sondern dass die alle dann auf den Platz wollen. Wow, aber ich werde heute weiterfahren nach Tondern noch. Und dann da nochmal zwei Tage bleiben. Ich muss unbedingt mal duschen. Und hinter diesem Außenbereich der Gastronomie, da ist nochmal unten noch, da werde ich ein bisschen näher mal ranfahren. Da ist ein Adventure Golf. Ja, da muss man mal einen Ball haben, der wirklich schwer ist, weil mit dem Wind fliegt er, glaube ich, schon sofort direkt bis nach Kopenhagen weiter. Also es ist sehr windig hier oben, sehr windig. Aber wunderschön. So, 10 Minuten. Mehr kann man hier oben auch nicht aushalten, das ist so windig und auf geht's wieder langsam runter. Also ich weiß jetzt auch, warum man auf Römm da dieses
Drachen festmacht, weil da immer Wind ist. So, und jetzt geht es hier oben, ist es sehr breit. Übrigens, wenn man hier so steht, dann wackelt der ganze Turm schon ein bisschen. Doch, ja. Und ich gehe jetzt da mal runter. Auf der windabgewandten Seite ist das richtig angenehm. Das ist richtig schick hier. Kann man stehen? Kein Wind, alles gut. Nur auf der anderen Seite, da ist schlimm. Oder ganz oben. Ich wollte euch zeigen, da unten, wo der weiße Wagen jetzt rausfährt, da ist die Einfahrt von dem Maersk Camp. Und da unten steht der Rudi mit dem Anhänger hinten dran. Ein Schild davon auch, dass man da nicht übernachten darf. Und man kann dann, ich wäre ja fast gerade ausgefahren und das wäre falsch gewesen, dann kann man hier auf dem Gelände hier einmal rundfahren. Und dann da unten auch wieder rausfahren, man muss also hier nicht irgendwie wenden oder so. Man kann dann im Kreis fahren, das ist sehr schön. Und für Motorräder ist auch nochmal speziell ein Parkplatz. Und natürlich auch ganz viele Behindertenparkplätze sind auch vorhanden. Und hier vorne ist dann die Gastronomie. Und ich meine, das wäre auch ein Hotel, aber da will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Also Restaurant und Wohnmobilstellplatz ist es. Also die Rückseite ist nicht geschweißt und wetterfest, naja gut, da bröselt schon ordentlich was ab, ne? Aber geschweißt ist es hier nur auf der jeweiligen Seite, wo man geht und die andere Seite nicht. Ja, wird schon irgendwie halten. Da haben die sich auch was bei gedacht. Ich finde es gut, dass die auch auf der Innenseite einen Handlauf haben und da kann ja kein Mensch gehen. Da kommt man nicht längs. Man muss schon auf der Außenseite laufen auf jeden Fall. Aber es ist echt ein toller Turm, das lohnt sich wirklich hier längs zu gehen. So, noch einmal ein Blick auf den Turm hier. Und hier ist dann die Ausgangsseite, das andere ist die Eingangsseite. Und nun geht man dann hier einen extra Weg raus. Da steht extra Exit Mask Tower. Und da muss man durch ein Drehkreuz durch. Kinderspielplatz ist hier auch vorhanden. Und man kann hier gar nicht falsch laufen. Es sei denn, man sagt, man hat oben was vergessen und dreht dann hier noch wieder um. Dann kann man noch wieder hochgehen. Aber ich möchte das gar nicht. Und Abmarsch. Hier ist übrigens freies WLAN. Vorne am Eingang ist ein Schild. Da kann man sich dann in das WLAN einklinken. Oh, so ein schönes Gelände hier. So, nun hat sich auch geklärt, was diese private Sache da bedeuten soll. Da ist nämlich in der Mitte ein Aufzug, der von Gehbehinderten und Behinderten genutzt werden kann. Und oben war auch so eine Plattform, ja, so ein Auslass, irgendwie ist es abgedeckt. Und da kann man dann auch dann Menschen mit Behinderung hier hochbringen. Ja, die Öffnungszeiten des Restaurants sind von 10 bis 20 Uhr und die Rezeption von 9 bis 19 Uhr und alles andere auch. Der Tower selber und das Minigolf jeweils von 9 bis 19 Uhr. Die Internetadresse ist marskcamp.dk. Jo, lohnt sich da mal drauf zu gucken. Da oben ist dann der Turm zu sehen, um das Gebäude herum. Da gibt es hier noch so einen Abgang mit Toiletten. Und hier gibt es irgendwo auch noch Eis, aber ich möchte jetzt kein Eis, ich fahre jetzt nach Hause. Oder irgendwo hin, wo man sich hinstellen kann. Ob ich heute noch Tonnen erreiche, das weiß ich nicht. Sonst habe ich ja immer noch einen Zwischenhalt. So, nochmal einen Blick auf den Eingang der Rezeption. Die dänische Fahne und den Turm. Echt ein Schmuckstück, muss ich sagen. Ich bin jetzt wieder im Rudi und fahre los und wir gucken hier gemeinsam nochmal auf das Rezeptionsgebäude hier vorne rechts. Dann gucken wir auch nochmal auf den Tower, den Mask Tower, von dem man hervorragend bis nach Röhm schauen kann. Oben ist auch ein Fernrohr, das man jederzeit nutzen kann. Das ist im Preis inklusive. Ja, und wir sehen hier die gewaltigen Regenwolken, die übers Land gezogen sind. Es war also wirklich ein Starkregen teilweise im Laufe des Tages. Ja, mit diesen Bildern sage ich einen herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir noch ein Like und abonniert den Kanal. Und ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Video.